Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eschen. Wir sind hier beim letzten Mal am Vagantenruheplatz stehen geblieben, nachdem wir zusammen mit Jockel unter anderem die Truhe von seinem Bruder Aro gesucht haben, dafür eine Purpurflasche, einen Dauerheiltrank erhalten haben. Und ja, Vorsal hat sich unserem Dorf angeschlossen, die Frau wohl von Vateran, und wir sollen für sie beide eine Quest absolvieren. Für Vorsal, ja. Vateran hat nur einen Arm, so ein Heilmittel für ihn. Da bin ich mal sehr gespannt auch. So, da heißt es aber, wir sollen für beide Quests rüber in die nächste Zone, ins Nadelöhr. Da würde ich aber erstmal sagen, das lassen wir erst einmal. Ich würde erstmal gerne hier in der Zone bleiben und für Vateran die Hauptquest ja weiterverfolgen. Und da heißt es, wir sollen zum Lichttempel gehen und nach Geffen suchen. Suche nach Geffen von den Geburtswassern. Die Mutter badet nun im Lichttempel und beachte einen kleinen Ratschlag. Um die Tür zu öffnen, werdet ihr zu zweit sein müssen. Ja, da werden wir auf jeden Fall jetzt damit weitermachen. Okay, also da oben eine Karte wurde aktualisiert, zeigt uns das wahrscheinlich bloß da an, genau. So, dann blinkt das auch nicht, bin ich besser. Okay, machen wir mal weiter. Also, muss irgendwie in die Richtung da sein. Ja, der Kompass sagt auch, wir sollen da lang. Gut, dann werden wir hier mal jetzt erstmal, ja, unseren Lagerplatz verlassen. So, nehmen wir mal diesmal hier die Leiter nach unten. Ah ja, und mit Shift kann man auch die Leiten runterrutschen und auch schneller hochklettern. Gut, ihr seht. Ja, stand hier gerade wieder im Ladebildschirm. Das war jetzt nett. So, oh, apropos nett, da liegt scheinbar noch was. Ein Skelett, okay. Eine kleine Skoria-Menge. Na, packen wir die mal ein. Wissen wir jetzt ja, wofür wir die verwenden können. Können wir ja mal gucken, wie viel wir da jetzt gefunden haben. Wir haben drei kleine Skoria-Mengen. So, mal gucken, was es hier gibt. Gibt uns jeweils plus 250 Skoria, stand da rechts in der Beschreibung. Das ist natürlich gut. Da haben wir wieder 1100 Skoria. Sehr schön. Gut. Dann können wir uns ja nochmal ein Upgrade für die Flasche von... Ja, für die Purpursaftflasche machen lassen. So, gut. Aber müssen wir erst uns wieder, ja, ein bisschen was suchen. So, jetzt müssen wir erstmal auf die andere Seite. Da drüben liegt nämlich der Lichttempel. So, dann werden wir uns erstmal um den da kümmern. Jetzt haben wir erstmal da. Ah ja, da ist auch Jockel. Das ist sehr schön. Das macht die Sache auf jeden Fall deutlich einfacher, als wenn wir das alleine machen müssen. Weggeblockt. Und jetzt ist er runtergefallen. Glaubt, da wird er ertrinken. Ja, ist erledigt. Sehr schön. Das ist natürlich ohne Methode. Gut. Ja, wir hatten uns ja beim letzten Mal am Flussufer schon umgesehen und entdeckt, dass hier unter ein Lager ist. Ich möchte den jetzt hier nicht unbedingt vor die Nase springen. Und da hinten liegt auch noch ein Skelett. Ja, mal gucken. Ich glaube, der nehmen wir lieber hier irgendwo an der Seite runter. Mal hier so zu einem Süd aus. Scheint nicht so tief runter zu gehen. So. Ja, dann können wir uns mal an die hier von unten anstellen. Ich hoffe, jetzt kommt hoch. Ja, da ist Joppe. Sehr schön. Dann können wir mal hier rumgehen und uns versuchen, um die hier zu kümmern. Ah ja, hier hat die Jocke uns gesehen haben. So, die Speerkämpferin haben wir. Dann haben wir hier noch den Nahkämpfer. Dann haben wir noch mal Gant. So. Und da ist auch erledigt. Sehr schön. Gut. So, dann können wir uns jetzt da drüben das Skelett angucken, was wir von oben schon entdeckt haben. Hübsch, wie hier die Rahmen davon fliegen. Sehr schön. So, weiße Sapote. Nehmen wir mit. Sehr schön. Gut. Ja, ich würde mich jetzt hier gerne noch am Flussufer umsehen. Wir hatten ja beim letzten Mal hier noch irgendwo ein Skelett entdeckt. Genau da hinten liegt's. Da würde ich doch gerne mal ran. So, so ist gut. So, müssen wir wohl hier erstmal hochklettern. Und dann müssen wir da rüber springen müssen. So, hat gut geklappt. Und da ist nochmal ein Feiglingsüberrest drin. Knochen eines gefallenen Feiglings, der dich zurück zum Vaganten. Ruheplatz ziehen kann. Mal gespannt, was man damit anstellen kann. Vielleicht eine Schnellreise, vielleicht ist das als Schnellreisekit zu verstehen. Müsste man mal ausprobieren. Okay, gut. Dann würde ich mich gerne auf der anderen, also auf der anderen Seite dieses Übergangs am Flussufer umschauen. Vielleicht gibt es da auch noch irgendwas. Und dann, ja, danach zum Lichttempel gehen. So. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden können. Naja, da vorne scheint was zu sein. Da müssen wir in den Fluss rennen. Ich hoffe, da ertrinkt man nicht. Mal schauen. Ah, nee.
Nee, hier zeichnet sich der Fels unter dem Wasser ab. Ah ja, ist natürlich gut. Sehr schön. Und nochmal weißes Saprot gefunden. Hervorragend, sehr schön. So. So, dann werden wir mal da noch weitergehen. Ist ja dann auch gleich zu Ende die Zone hier. Oh, hier kommt man nicht hoch. Mal hier hochklettern. Mal sehen. Ja, seht ihr? Naja, langsam ranstellen und dann kann man auch klettern. So, da vorne scheint auch noch irgendwas zu sein. Sieht aus wie ein kleines Lager. Ja, scheint ein Lager zu sein. Okay. Ach nein, wir haben einen Ritualstein aktiviert. Mhm, noch einen Ritualstein gefunden. Also nochmal quasi ein Safe-Punkt, also ein Speicherpunkt. Sehr schön. Und da hat sich unser HP hochgeführt. Das finde ich sehr gut. Da vorne hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass man hier so schnell wieder einen findet. Wir sind doch nur ein paar Meter vom Vagantenlager entfernt. Nun gut, auf der anderen Flussseite aber immerhin. Gut, und da liegt auch noch ein Skelett. Da wollen wir da mal rüber springen. Ah ja, das hat geklappt. Sehr schön. Und der hat nochmal eine kleine Skoria-Menge dabei. Hervorragend. Sehr schön. So, jetzt mal gucken, ob wir wieder zurückkommen. Das sieht ein bisschen höher aus. Das hat geklappt. Hervorragend. Sehr schön. Gut. So, dann wollen wir mal gucken. Wenn wir jetzt uns mal auf den Weg zum Lichttempel machen. Jetzt hier mal oben lang gehen. Gucken, ob sich hier auch irgendwas anderes finden lässt. Das war ja schon ganz gut. Also Ritualstein und nochmal Skoria. Ja, nicht so verkehrt. Hier noch irgendwas. Ja, sieht erstmal ruhig aus. Ne? Hier scheint man auch nicht weiterzukommen, so wie das aussieht. Ja, jetzt muss den Berg hoch. Ich denke, da können wir nicht hoch. Da werden wir abrutschen. Ne, das geht ja nicht. Okay. Gut. Brauchen wir da auch nicht weiter gucken. Mal sehen. So. Ah ja. Da vorne scheint Bataran zu stehen. Interessant. Okay. Oh, warte. Okay, wer weiß, was das war? Irgendein Geräusch hier von hinter uns. Sollte man schon mal gucken, nicht, dass einer irgendwer von hinten angreifen möchte, wieder aus dem Busch. So. Ja, also wie gesagt, hier scheint Bataran zu stehen. Naja, erwartet uns hier recht am Lichttempel. So, dann reden wir mal mit ihm. Die Dunkelheit hungert in diesen vergrabenen Hallen. Nimm diese Laterne, damit die hungernden Schatten dich nicht verzehren. Okay, Tüftler-Laterne. Wir haben jetzt, sehr schön, eine Laterne bekommen. Hervor. Wollen wir die mal ausrüsten gleich mal. Ach ja, die ist schon angelegt. Okay. Und mit dem Schloss versehen. Und das kann man aber nicht ablegen. Genauso wie die Trinkflasche mit Purpursaft man nicht ablegen kann, offensichtlich. Okay. Liegt aber direkt neben dem Schild. Dann werden wir die wohl... genau. Kann man mit der Taste hier beim Yaku wechseln. Und dann hat man entweder die Laterne in der Hand oder das Schild. Okay. Gut. Okay. So, jetzt sollen wir im Lichttempel Geffen finden. Ja. So, gucken wir mal. So, das muss doch der Eingang zum Tempel sein. Kann man hier irgendwas machen? Hier ist irgendwie was zu öffnen. Du brauchst Hilfe, um diese Tür zu öffnen. Deswegen müssen wir zu zweit sein. Muss man irgendwas reinstecken mit den Händen. Okay, gut. Und dann öffnet sich jetzt hier der Eingang. Okay, hervorragend. Dann wollen wir da reingehen. Drücke Q, um eine Laterne zu ziehen. Machen wir das. Okay, da vorne ist eine schattenhafte Gestalt. Die verschwindet in den tiefer Reihen. Okay. Cool, das ist ja ganz schön düster da. Und hier rechts und links sind noch zwei Durchgänge. Gucken wir mal, ob sich hier noch irgendwas finden lässt. Oder wohin das hier führt. Ganz schön düster hier. Okay, das scheint hier... Hier ist nochmal... Nee, hier jetzt nicht durch. Okay, hier haben wir wohl eine Sackgasse. Minute. So, hier machen wir hier zurück. Und ja, hier ist noch ein weiterer Gang. Schauen wir mal hier vorbei. Dann mal hier. Drücke E, um Saft zu trinken. Unsere Trinkflasche mit Purpursaft wurde nachgefüllt. Na gut, die war aber voll vorher. Hätten wir jetzt ja nicht machen brauchen. Aber gut, ist schön. Gut, so gibt es also... Oh, also nicht nur an den Ritualstein kann man also die Trinkflasche nachfüllen, sondern auch an solchen Becken. Mal gucken. Wollen wir jetzt hier... Okay. Hier ist irgendwie Ende. Jetzt geht es hier nach links und nach rechts weiter. Da hinten links ist irgendwas. Gucken wir mal, was das da hinten ist. Ja, da scheint irgendein Gegner zu sein. Mal vorsichtig nähern. Das ist wieder so eine Spinne wohl. Ja. Okay, erledigt. Da ist auch wieder der Schatten.
kniet sich dahin. Ist da unten irgendwas? Ja, da unten liegt ein Skelett, so wie es aussieht. Okay. Nehmen wir mit. Ein gesprenkelter Pilz. Regeneriert langsam eine gute Menge deiner Gesundheit. Dann nehmen wir das mal mit. Klingt sehr sinnvoll. Würde ich übrigens so ja gerne mal anlegen. Das kann ja ganz sinnvoll sein. Denn das mit den Apfelgrillen, das scheint mir nicht so sinnvoll zu sein. Nehmen wir mal den gesprenkelten Pilz und legen den mal an. So, da können wir den hier auch anlegen. Moment. Nee, wir können scheinbar, da können wir noch was anderes anlegen. Wer weiß, wartet da noch hier für den Slot? Scheinbar was noch nicht gefunden zu haben. Platz für Zaubertrank. Ah ja, okay. Ah ja, wenn wir so eine Zaubertränke finden, bin ich ja übel. Also wahrscheinlich irgendwas, was für HP erhöht oder ähnliches. So, jetzt war die dunkle Gestalt hier. Wollen wir mal gucken, dann wollen wir mal den Gang hier nehmen. Uns hier mal umschauen. Oh je, ganz schön düster hier. Hier ist eine Leiter. Schau, dass man die Leiter, das Licht nicht nach oben richten kann. Gut, naja, gut, wollen wir mal da hochklettern. Ganz langsam. Oder mal schnell klettern. Ah ja, verbraucht keine Ausdauer. Okay, dann kann man auch schnell klettern. In Ordnung. Gut, okay. Kommt jetzt Jockel auch hinterher? Schauen. Noch ist er nicht zu sehen. Doch, aber er kommt hinterher. Sehr gut. Okay, da fühle ich mich doch deutlich wohler, wenn er dabei ist. So, gucken wir mal vorsichtig, wo es hier lang geht. Ah ja, da fällt irgendwie Licht von oben ein. Ganz schön düster für ein Lichttempel. Oh, war ja. So. Mhm, und da unten, wo das Licht hinfällt, da scheint jemand zu sitzen. Und da ist auch das Quest-Symbol, weil dann muss ich, gehe mal davon aus, dass das Geffen ist. Okay, gut. So, können wir jetzt hier irgendwie runter? Hier scheint es runter zu gehen, oder? Ne, das sieht nicht so gut aus. Hier vielleicht hinten noch? Ne, hier haben wir zumindest auch ein Skelett, okay. Haben wir noch eine zerbrochene Steinaxt gefunden. Das Werkzeug eines wilden Überlebenden. Okay. Ist das nicht die gleiche Axt, die wir schon mal gefunden haben? Nee, das ist zerbrochene Spaltaxt. Zerbrochenes Knochenbeil. Mhm. Macht nur 55 Schaden. Das ist eine Zweihandwaffe offensichtlich. Die ist also schlechter als die, die wir haben. Okay, na dann bringt die uns nicht so viel. Okay, haben wir nochmal mitgenommen. Ich weiß nicht, ob man den noch irgendwas anfangen kann. Und hier scheint man auch nicht weiterzukommen. Und da wir ja schon festgestellt haben, im Wasser ist nicht so lustig. Der Blick von da unten ist Wasser. Sollten wir uns vielleicht einen anderen Weg suchen. Da müssen wir anders hinkommen. Runterspringen ist, glaube ich, keine gute Idee. Das ist mir zu heikel. Ja, dann gehen wir hier mal wieder zurück. Der Weg da am Anfang hat sich ja noch in eine andere Richtung gegabelt. Guck mal da mal lang. So. Dann wieder die Leiter runterrutschen. Und wenn wir jetzt auf Jockel warten. Oh, kommt er auch schon. Ah, er kann das auch mit dem Rutschen. Sehr gut. Okay. Gut. Oh, da ist wieder der Schatten. Aber mal. Sieht ja die Gestalt da oben. Oh, die rennt in die Richtung. Okay. Hm, also der Schatten sieht irgendwie der Gestalt, die da unten saß, sehr ähnlich. Dann wird das vermutlich Geffens Schatten sein. Oh, wäre jetzt aber mein Tipp. So, mal gucken. Ah ja, hier ist noch ein paar Stufen runter. Sehr interessant. Ja, das ist ja ganz gut. Dann wird das der richtige Weg sein, wenn das weiter nach unten führt. Da vorne leuchtet. Das wird da schon richtig. Das sieht gut aus. Oh, ah. Oh, springt uns hier direkt eine Spinne an. Und eine zweite dahin. Oh, hier ist ein Hüft. Läuft. Uiuiuiui. Das war aber gemein. Böse Spinne. Hui. Ja. Die hätte uns da auch festgesetzt, kurzen Moment. Aber mit Shift konnte man sie wohl auch von einem runterdrücken. Okay. Gut. Hier fährt auch Licht ein. Nee, aber das ist nicht die gleiche Stelle, offensichtlich. Ah, hier liegt noch ein Skelett. Gucken wir mal da. Eine weiße Sapote. Okay. Nehmen wir die mal mit. Und schauen wir uns hier mal um. So. Haben wir hier. Ah ja, hier ist nochmal ein Popo-Becken. Popo-Saftbecken, so wie es aussieht. Hm, kann man nochmal Saft trinken. Ah, sehr schön. Da hat auch Jocke seine Flasche nachgefüllt. Das machen wir auch gleich nochmal. Wird wieder voll. Ah ja, jetzt ist das Becken wohl offensichtlich auch leer. Aha, okay. Gut, naja, gut. Das ergibt natürlich Sinn, dass man das nicht unendlich auffüllen kann. So, wo jetzt hier hin? Oh, da ist wieder der Schatten. Aktiviert er? Oh, da war ein Skelett drin und das schoss jetzt raus. Das hätte aber ins Auge gehen können. Naja, gut. So, gut, gucken wir uns mal hier weiter um. Scheint richtig auf der richtigen Fährte zu sein, wenn der Schatten wieder auftaucht. Oh, Moment, da ist ein Loch im Boden. Und da unten liegt irgendwas. Okay.
Gut, wir müssen hier mal wieder hochkommen. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns erstmal hier oben um. Außer will ich da nicht runterspringen, um ehrlich zu sein. Das ist nicht so günstig, glaube ich. Einfach so ins Dunkel zu springen. Hier liegt nochmal ein Skelett in der Ecke. Okay. Eine Apfelgrille, okay. So, jetzt hier noch irgendwas. Sieht nicht so aus. So. Ah ja, hier liegt das Skelett. Ich glaube, von hier sind wir gekommen. Das war also immer im Kreis gelaufen. Das ist das Supersaftbecken. Gut, dann müssen wir wohl da runter. Ich habe da ja kein anderer Weg übrig. Okay. Oh, das behagt mir jetzt aber ja nicht, da runter zu springen ins Dunkel. Na gut, Augen zu und durch. Schön dunkel hier, Finn. Hui, ganz schön dunkel hier für den Lichttempel. So, hier liegt noch irgendwas. Nochmal ein gesprenkelter Pilz. Sehr schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hat irgendwas angesprungen. Oh. Oh Gott. Oh je, ein Koto. Mit einer unheimlich langen HP-Leiste. Oh mein Gott. Wo ist der? Und mit dem müssen wir hier wohl kämpfen. Das ist jetzt aber keine schöne Geschichte hier. Wo ist der? Oh, Jockel hat ihn offensichtlich gefunden. Da ist er. Oh, der ist aber schnell unterwegs, der Kamerad. So. Okay, unsere Ausdauer ist verbraucht. Das ist nicht gut. Jetzt mal kurz zurückziehen. Ich glaube, man sollte sich vielleicht für den so einen gesprengten Pilz mal antun. Okay. Ist er entführt? Ist er jetzt wieder hin? Sehe ihn nicht. Versteckt sich ja offensichtlich in den Schatten. Ah, er regeneriert doch ganz langsam die HP. Okay, den müssen wir unbedingt finden. Wo ist er hin? Oh, oh, der ist nicht gut. Das ist ja nicht gut. Das haben wir aus den Augen verloren. Oh, das ist wieder voll. Das ist ja nicht gut. Oh, was ist denn hier? Okay, Kugelsaftbecken, okay, also da sollten wir das merken. Da, steckt der da an der Wand? Sieht was so aus? Ja, da ist er. Und der ist wieder voll. Och nee, den Fortschritt hier schon kaputt gemacht. Das sollten wir mal versuchen, mal den 2 einfach benutzen. Wo ist er jetzt hin? Da ist er. Oh, sieht man ja gar nichts. Nee, also nur 2 einfach ist der... Nee, also 2 einfach ist, glaube ich, hier nicht richtig. Ne, mal zum Ausprobieren. Wo ist er hin? Da ist er. Oh, da hat er uns beide ganz schön erwischt. Oh, wir sollten... Jetzt müssen wir uns mal dringend um Jockel kümmern. Ich hoffe, wir können das jetzt hier noch erschaffen. So, Jockel, das steht wieder in Ordnung. Oh, was macht der da? Das sieht nicht gut aus. Oh ja, das hatte ich vermutet, dass irgendwie... nicht ist. Oh, oh. Da ist er irgendwie in die Richtung weg. Oder? Da ist er wieder. Er springt auch immer aus dem Radar, also aus der Zielversetzung raus. Da ist er jetzt. Da ist er. Eieieiei. Sieht er hier gar nichts. So, nochmal den Purosaft trinken. Wird er wieder verschwinden. Okay, jetzt, ich glaube, so langsam verstanden, wie der hier funktioniert. Jetzt hat er sich da, ja, jetzt zieht sich da wieder in die Wand zurück. Da haben wir vorhin ja schon wieder. Wenn wir hier irgendwie raushauen, ja, oh, da kriegt man ihn sehr gut. Er hat einen guten Treffer abgekriegt jetzt. Gut, und irgendwo war auch noch ein Pooperbecken. Können wir uns auf jeden Fall merken. Ja, macht er wieder seinen Anstalten. Jockel, geh mal weg. Ja, jetzt hat Jockel auch verstanden. Sehr gut. Ah ja, okay, gut. Klettert auf die Säule. Ja. Macht die Säule kaputt. Da ist er wieder. Oder da hinten. Ja, haben wir schon 70% runter, sehr gut. Oh, jetzt ist eine Ecke. Das wollte gerade sagen, ist gut, aber schnell mal nochmal trinken. So, beim nächsten Mal holen wir uns dann nochmal den Purosaft, der irgendwo in der Ecke versteckt und ist ja nicht mehr wo. Spannend hier, sehr spannend. Oh, jetzt. Was macht er denn jetzt? Läuft er hier im Kreis mit uns? Ah, das haben wir dann gleich, hoffe ich. Und ja, das sieht gut aus. Jetzt haben wir dann gleich. Ja. Oh, das ist erledigt. Hui, uiuiui. Das war anstrengend. Aber er ist besiegt.
Und da scheint sich eine Tür zu öffnen, oder was passiert da? Und wir haben Okoto besiegt. Sehr schön. Ah, Jocke greift da gleich zum Pupperwaff. Ich hoffe, er hat was übrig gelassen. Ja. Oh, wir haben Okotos Gesichtsschutz bekommen und Okotos Arglist. Aha. Was ist das denn? Moment, wollen wir mal ganz kurz gucken. Was haben wir denn da bekommen? Hier nicht, aber hier oben gibt es noch Talismane. Ah ja. Ah, da haben wir was bekommen. Aha, aha. Baterans Feuerstab, Baterans Hammer. Und da haben wir hier neu aus abschließbare Truhe. Die kennen wir schon vom letzten Mal. Okay, eine kleine robuste Truhe befindet sich seit Generationen in Jokts Familie und hat in dieser Zeit so manches sorgfältig gesicherte Geheimnis bewahrt. Und hier haben wir Okotos Gesichtsschutz. Also quasi Erinnerungsstücke, so verstehe ich das. Okotos Gesichtsschutz, eingehüllt in eine Aura der Dunkelheit, ernährt sich diese Maske vom Licht des Eschen und bleibt doch so kalt wie die tiefsten Höhlen. Dein eigenes, wahres Gesicht ist das, was du in der Dunkelheit siehst. Okoto. Sehr interessant. Okay, gut. Ja, haben wir das geschafft. Wow, das war ja heiße Nummer hier, vor allem hier so im Dunkeln. Meine Güte. Mal gespannt, ob das so weitergeht hier in dem Spiel. So, hier hat sich irgendwie die Tür geöffnet oder so, oder wurde mit Licht erfüllt. So, mal gucken, ob wir jetzt hier zu Gavin kommen. Oh, sind da tote Spinnen? Ich glaube, wir sind tot. Ah, nee, aufschalten kann man hier nichts. Ja, okay. Was war das? Das sah aus wie riesige Tentakel. Und da vorne müssen wir wohin? Nehmen wir an, das ist Gavin. Ja, die sitzt hier am Wasser. Ich glaube, wenn wir runtergesprungen worden wären von oben, wir uns das nicht gut bekommen. Okay, spielt ihr auf einer Leier? Gut, reden wir mal mit ihr. Nein, wir haben Amara gefunden. Du hast einen der Ältesten der Dunkelheit getötet? Das ist überraschend. Du hast dir das Recht verdient, unsere Mutter des Geburtswassers zu sehen, wenn du willst. Ja, möchte nicht. Ah, scheint eine ihrer Dienerin zu sein. Und Gavin ist hier irgendwo. Gavin, dieser Reisende ist gekommen, um deine Weisheit zu suchen. Was passiert jetzt? Oh. Oh. Okay, Gavin ist ein wenig größer, als ich erwartet hätte. Oh, das ist episch. Sie schaut sich wohl uns ganz genau an. Du bist ein tapferes Kind, das so weit unter der Asche umherwandert. Der Eschen ist wiedergeboren und die verbliebenen Ältesten werden sein Ende suchen. Um diesen Untergang zu verhindern, musst du das Herz von Lathyrus finden. Das Herz wurde vor langer Zeit erschaffen, als Horcher und Menschen noch in Hoffnung vereint waren. Es fing das Licht des Eschen ein und ließ sie zu ihm sprechen. Als der Eschen starb, machten Menschen und Horcher einander dafür verantwortlich. Der Krieg tobte, als die Dunkelheit hereinbrach. Matriarchin Armiren zerbrach das Herz und nahm die Horcherhälfte, um ihre Leute zu beschützen. Wenn du den Eschen vor den Ältesten der Dunkelheit beschützen willst, musst du die gebrochenen Herzen wieder vereinen. Dieses Echo soll dir dabei helfen. Amara war einst Seherin von Lathyrus. Ich binde sie an dich, bis das Herz gefunden ist. Amara hat sich deiner Stadt angeschlossen. Wohl eine Dienerin von Gavin. Oh, wir hatten einen großen Schwanz. Oh, scheint ein Fischflosse als Schweif zu haben. Dann auch so im Dunkeln gesehen. Und wir sollen jetzt zu Bataran zurückkehren. Und Amara ist verschwunden. Okay. Müssen wir wohl hier wieder aus dem Tempel raus. Mal sehen, wie wir das am besten machen. Müssen wir wohl laufen. Aha. Mal sehen, ob wir laufen müssen oder ob es einen anderen Weg gibt. Gut, ich würde jetzt mal sagen, wir probieren hier rauszulaufen. Mal sehen. Hier wieder in die Kammer. Vielleicht kann man ja irgendwie wieder nach oben. Aber. So, mal sehen.
Dann mal da hinten. Er ist zu sehr beleuchtet, als dass das nichts bedeuten könnte. Mal sehen. Scheint mal nichts machen zu können. Okay. So, die Frage, wie man hier aus dem Tempel wieder rauskommt. Vielleicht muss mal eins dieser, ja, Stücke benutzen, was wir gefunden haben. Eine dieser Fightingsüberrest. Mhm. Zieht dich sicher zurück zum Vagantenruheplatz. Genau, was ich vermutet habe. Mal sehen, wie das passiert, wenn wir jetzt das verwenden. Also ganz, wie ich vermutet habe, ein Schnelltransport. Eine Schnelltransportmöglichkeit. Sehr, sehr schön. Okay, da oben ist auch Badaran. Wird hier was gebaut? Den kennen wir doch ja nicht. Mhm, den war beim letzten Mal noch nicht da. Aha, das ist interessant. Baut sich scheinbar noch aus. Mhm. Da vorne haben wir auch Amara, die hat sich dann zu unserem Dorf angeschlossen. Mhm, okay. Gut, reden wir aber als erstes mal mit Bataran. Mhm, tatsächlich. Das war definitiv beim letzten Mal noch nicht da. Die haben einen Stollen gebaut. Mhm, okay. Gut, reden wir mit Bataran. Du hast eine Belohnung für deine Schlacht im Tempel gefordert. Aber ich spüre eine große Dunkelheit darin. Darf ich es sehen? Ja, gib Okultus Gesichtsschutz her. Machen wir das. Drei Älteste der Dunkelheit stolzierten einst durch dieses umnachtete Land. Jetzt gibt es nur noch zwei. Ich bin sicher, dass Amara Okultus verdorbenes Gesicht gut nutzen wird. Wie du siehst, habe ich einen Amboss geschaffen, auf dem ich die Asche schmieden kann. Bring deine Waffen zum Amboss, damit ich sie nachbessern und stärken kann. Ah ja, 12 maximale Ausdauer, wir haben Balance, Mehrstellen freigeschaltet und Waffenherstellung freigeschaltet. Ah ja, benutze Batarans Amboss. Ah ja, ah ja. Schauen wir mal, was können wir denn hier machen? Bestimmt für Skoria irgendwas herstellen, verbessern oder ähnliches. Ah, tatsächlich, wir können jetzt hier was verbessern und in besseren Zustand versetzen. Das ist ja interessant. Die Spaltachs waren eine Zweihandwaffe. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Das ist auch eine Spaltachse. Sind ja die beiden besseren Waffen. Können wir ihm auch hier vielleicht die anderen geben? Noch ein paar herstellen. Nein. Okay, so ist es nicht gemeint. Gibt es denn hier noch so? Steinachs macht 100 Schaden. Da haben wir wohl schon die besten gefunden. Also die Spießkeule einhändig macht 70. Scheint die beste zu sein. Die Eisenkeule ist zweihändig. Die bärtige Axt 58. Die Steinachs auch zweihändig, glaube ich. Zweihändig. Wo ist die Steinachs? Das ist auch eine Zweihandwaffe. Okay, nee. Dann, wie viel kostet uns das? 500 jeweils. Dann würde ich sagen, reparieren wir die Spießkeule mal als erste gleich. Nee, wir wollen sie reparieren. Wie wird man das reparieren aus? Oder muss man die herstellen dafür, dass man die jetzt verbessert? Ah ja, es sind Upgrades. Okay. Ja, das ist jetzt verbessert. Okay. Uns 500 Skurier kostet und wir werden auch nochmal die Spaltachs nochmal herstellen und verbessern. So, nächste Stufen kosten jeweils 4500. Okay. Gut, dann können wir mit den anderen nichts anfangen. Können wir jetzt nochmal die Skurier-Menge verwenden? Mhm. Gut, dann wird man den Rest nur wegwerfen können. Hm. Nun gut. Ist das so. Okay, aber verschiedene Stufen hier, die man hier machen kann. In Ordnung, sehr interessant. So, und wir haben die Reise beendet, der Lichttempel. Jetzt sollen wir auch die nächste Quest annehmen. Gewobenes Licht, sprich mit Amara. Machen wir das. Steht ja gleich hier drüben. Gehen wir mal zu ihr rüber. So. Während das Licht die Hässlichkeit aus unserer Welt wischt, werden die verzweifelten Schatten gefährlicher. Okoto war ein solcher Schatten. Sein Gesichtsschutz bleibt von dunkler Macht durchtränkt. Du kannst die Schatten nicht ohne meine Hilfe bekämpfen. Nur ich kann das Licht von deinen Skoria hier ableiten. Von deinem Skoria ableiten. Hier, nimm diesen Talisman mit an einen meiner Webtische und ich werde dir zeigen, wie es gemacht wird. Neue Reise aktiv, Kraft freischalten. Mhm. Hier drüben gibt es auch noch offensichtlich einen Gelehrtentisch. Mal sehen, was das ist. Amaras Webtisch. Aha, magischer Webtisch. Schauen wir uns mal an. Wir können Talismane herstellen. Aha. So, wir haben hier Freundschaft. Die Gesellschaft eines Freundes stärkt deine Entschlossenheit und erlaubt es dir, die Härten des Kampfes besser zu überstehen. Balance. Die Anwesenheit von Licht hält dich ruhig auf den Füßen, während du von finsterer Dunkelheit umgeben bist. Mhm.
deine Gesundheit und kleiner Vigor. Je gesünder dein Körper ist, desto schwieriger bist du zu töten. Gibt also einen Gesundheitsbonus. Gibt einen Schockerbonus, wenn du eine Laterne schwingst. Aha, und Freundschaft. Deine Schadensresistenz nimmt derzeit zu, während du deinen Begleiter in der Nähe hast. Schadensresistenz klingt wirklich nicht verkehrt. Was müssen wir dann dafür machen? Loadout kosten 1000. Würde ich sagen, Freundschaft ausrüsten. Okay, gut. Es gibt verschiedene, aha. Lehrerplatz, also man kann in jedem Platz wo einen anbringen. Wir haben nur 3, das ist interessant. Okay, gut. Haben wir jetzt auf jeden Fall Skuria sammeln. So, jetzt sollen wir wieder mit Amara reden. Machen wir das. Geffen hat mich verpflichtet, dir zu helfen, aber ich kann die Herz nicht ohne meine Leier finden. Sie erlauben mir, Licht und Klang zu weben, um den Rand der Welt zu erfüllen. Als ich Geffen vor Okoto beschützte, wurde die Leier vom Ältesten zerstört. Im nahen Wald machen die Vaganten einen Leim, mit dem man sie vielleicht reparieren könnte. Ah, wir wollen jetzt einen Topf mit Leim finden. Gucken wir uns mal auf der Karte an, wo wir da hin müssen. Auch noch hier in der Nähe. Okay, gut. Oh, so klingt ja interessant. Dann würde ich sagen, wäre das eine ganz wichtige Geschichte. Ja, dann würde ich aber auch sagen, das soll es für heute gewesen sein. Das war eine sehr, sehr spannende Geschichte mit dem Lichttempel und Okoto. Und dass wir bereits einen der ältesten Schatten da erledigt haben oder besiegen konnten. Gut, also, dann würde ich mal sagen, soll es das für heute wieder gewesen sein. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ja, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Hier geht es dann beim nächsten Mal mit der Quest Lichtweben weiter. Und ja, macht's fein. Ciao, ciao. Und bis bald.